Schwarz an, pass auf jetzt, wa? Hallo. Hallo, du da. Du da. Zuschauer, du da. Sprich mit mir. Hallo. Tarzan, hilfst du mir den jetzt rüber? Hallo. Arschloch. Hey. Kannst du mal lauter sprechen? Ich rede so laut ich kann. Ja, dann noch lauter. Lauter geht das nicht. Dann musst du dich auf den Stuhl stellen und runterspringen, dann werden die Stimmbänder locker. Ja, ja, genau. Was willst du? Ja, also ich bin der gierige Rüdiger. Erstmal möchte ich Detlef grüßen, ne? Hey, Detlef. Ja, genau. Und ich habe mal eine ganz intime Frage an dich, ne? Kennst du den Unterschied zwischen dir und einem Tampon? Ja, ich saug nicht so doll auf. Nein, du bist für den Arsch. Oh, der war ja lustig. Na, war der gut? Super. Hat dich gleich kaputt gemacht. Ja, hol mal diesen Tarzan da am Telefon da. Hey, warte mal. Was so ein geiler Gag. Hol mal Tarzan über die Kamera da. Dumm jung Tarzan. Soll ich dir mal was ganz irre zeigen? Ich hab neuen Blick. Sein. Hast du da eine Tusse? Ja. Gib mir mal die Tusse, los. Ja, warte eben da. Du weißt, ich bin ja der Rüdiger. Ja, gib mir die Tusse jetzt, du Schwachkopf, sonst fliegst du raus. Ey, was bist du denn für eine Tusse? Ich bin eine Frau, ja? Ja, nein, also Frauen sind alle Tossen. Hat er dich jemals ein einziges Mal nur befriedigt? Ja. Wie macht er das? Geil. Du bist mit viel wenig zufrieden, wa? Was ist du, Pisse? Ach, du, mit dir will ich doch nicht, du Spacken. Mein Gott. Ja, das ist die Telefon-Talk-Sendung Nummer 66. 66 Mal Drogen nehmen. 66 Mal bereit für euch zu sein. 66 Mal Kamera Frau Klaus zu sehen. Ekel erregend. Hallo Anrufer. Hallo Peter. Kannst du etwas lauter sprechen? Ja, verstehst du mich nicht? Ey, ich kann dich riechen, das ist schlimm mir noch. Ja, du, ich hab solche geilen Füße. Du. Tatsache, du, ich verstehe den wirklich sehr schlecht hier. Ey, hör mir doch mal zu. Du hast die geile Lederjacke an. Second hand, oder was? Du, das ist die von Papa. Papa ist ja gestorben. Ja, die sollte genau die Lederjacke mit verbrannt werden. Du, kennst du den Nationalfinger? Ich verstehe den hier nicht. Kennst du den Nationalfinger? Ich kann dich nicht verstehen. Hier, mein Ohren machen Probleme. Ob du den Nationalfinger kennst? Warte mal, ich mach das jetzt mal hier hinten, mal sehen, vielleicht klappt das ja denn. Erzähl mal was! Grüß die Pilze! Du hast Pilze? Nee, du, da gebe ich dir einen da musst du dir eine Frau suchen, die Herpes hat und das mischt ihr. Ja. Und dann kommt so ekelerregende grüne Brocken bei dir raus. Hau ab, du alte Sau. Ich meine, der war ja gar nicht so sau. Ich war ja eher sau. Was ist hier los? Ich bin jetzt durchgedreht, weil ich hier alleine stehe, ja? Mir ist versprochen worden, da kommt da hier jemand drin, bin glücklich, freue mich und nichts, nichts. Keiner ist da. Hallo? Peter? Hey, eine Frau, wie alt? 18. Bist du orgasmusfähig? Ja. Peter, du hast eine geile Frisur. Hey, finde ich auch, Finn. Sieht geil aus. Ey, ich hab sie mir ja auch am Puller machen lassen. Lass sie auch mal sehen. Ja. Hier ist aber der gierige Rüdiger. Das ist aber... Guck mal, kein 5-mal hintereinander. 6-mal, 10-mal, 12-mal. Ich bin blind. Ja, lässt mir noch jede Chance wahrscheinlich. Hallo? Hallo? Tja? Tag. Alles klar bei dir oder wie? Ey, ich werde jetzt beweisen, dass wenn ich will, mit jedem sprechen ich kann. Jo. Hast du ein Thema? Ja, du machst doch eigentlich immer die Themen. Also bring mal ein gutes Thema jetzt. Okay. Frauen mit so einen Ballermännern ist jetzt das Thema. Ey, das ist ein gutes Thema. Geht das bei dir eigentlich auch mal ohne Sex, Drogen? Ja. Jetzt reden wir über diese Grünpflanze. Bringt diese Grünpflanze der Peter Ehrlich Show von der Optik her mehr, als wenn da keine Grünpflanze stehen würde? Pass mal auf, ich habe ein gutes Thema. Das ist nicht blöd. Ich bin kein Öko-Freak. Du bist ein Öko-Freak? Keiner. Du bist keiner? Nee, pass mal auf. So, Thema Transpiration. Transpiration? Ja. Ich transpiriere ja hier. Oh, das ist ja eklig, ey.
Meinst du diese Transpiration oder meinst du Transmission? Nee, ich meine keine Maschinen. Nein. Da bist du was, ne? Ja, ich warte jetzt auf das Thema. Ja, Transpiration, mein Bester. Transformation? Willst du die Kamera umrennen, Klaus? Da hast du echt ein Problem mit Transpiration. Es gibt doch hier diese Bergkristalle, so gegen Achselnässe und sowas. Du, da habe ich Back. Dann nehme ich Back. Mein Back. Wo ist mein Back geblieben? Ja, nimm mal lieber Kack. Was? Ey, hast du jetzt einfach aufgelegt? Hast du jetzt deine Macht mir gegenüber einfach bewiesen, wenn du jetzt auch noch umschalten würdest? Dann wäre auch ich glücklich. Mein Gott. Ich transpiriere. Du, wenn man transpiriert, kann man fliehen. Soll ich euch das beweisen? Glück gehabt. Die machen jetzt immer hier vernieten, vernageln. Übrigens, wenn ihr gestern die Bild-Zeitung nicht gelesen habt, dann ist euch das Bild des Jahres... Ja, mach einfach die Augen zu, wenn du das nicht sehen kannst. Das ist unter der Rubrik Glatzen für Deutschland. Hallo? Hallo, Peter? Sprich mal lauter! Ja, ich spreche schon laut. Ja, warte, dann muss ich das hier mal aussteuern. Nochmal! Peter, hörst du mich? Hörst du mich? Nee! Oh, soll ich hier rumschreien oder was? Warte! Hörst du mich jetzt oder was? Ja. Woran liegt das? Ja, Lautsprecher, ich weiß doch nicht, wo Lautsprecher ist. Du weißt ganz genau, dass ich technisch ein Versager bin, ja? Das weißt du ganz genau hier, ja? Mach dich fertig, los. Nicht dir ins Bild. Hallo? Peter? Ja, warte, wir machen hier noch Sprechproben. Ach so. Jetzt, oh, das wird immer lauter. Hörst du mich? Ja. Jetzt pfeift das, mach dein Fernseher aus. Ja, warte. Ausmachen. Ja, warte. Ja! Ey, ist besser, als wenn sie auf dich geschossen hätten. Ja, das Ding ist... Ich meine, dann wärst du tot, dann könntest du mich nicht in der Sendung zum Beispiel nerven. Das wär klasse! Warte mal, sag mal, wo krieg ich jetzt meine Pillen her, Mann? Deine Pillen? Ja, meine Hilfe. Du, da musst du dir eine Frau nehmen, die nicht gebären will. Die haben dann immer so ein rundes Ding, da machst du Montag eine, Dienstag eine. Und wenn du mal Zwischenblutung kriegen willst, dann verzichtest du einfach mal drauf. Ach, hör auf, ich will eine Pille, Mann. Du willst eine Pille? Ja. Ich kann dir den Blitz geben. So, ab jetzt. Erste Viertelstunde vorbei. Und ab jetzt weg euch mal was ich noch nie gemacht habe. Ich werde jetzt einfach nicht mehr mit euch telefonieren. Tritt den Arsch vielleicht? Was? Hallo? Ja. Ich wollte mal fragen, warum du deinen nackten Arsch immer zeigst. Jedenfalls im Trailer und so. Im Trailer? Warum du deine Schamhaare und deinen nackten Arsch im Fernsehen präsentieren kannst. Damit ihr zu Hause sitzt und einfach nur neidisch wird. Du Fotze, jetzt zeig mir deinen nackten Arsch. Ich glaub dir nicht, dass du einen Arsch hast. Aber ein Blitz. Aber ein Blitz. Sick. Das ist irre. Wie sieht er aus? Kaputt. Hey. Hi. Ja, hi. Na, wie geht's dir? Gute Frage, super Frage. Ein Gespräch mit dieser Frage anfangen ist immer klasse. Oh, hä? Hey, was sagst du zu meinem Haarschnitt? Oh, ganz gut. Aber was sagst du eigentlich als Unbeteiligter zum Thema Intelligenz? Also war ein hartes Thema damals in der Schule. Ich hab ja die erste Klasse durfte ich ja nie beenden. War schon doof. Oh, hä? Das ist auch nicht gut, ne? Was sagst du zum Thema Schönheit? Ich meine, da kannst du ja auch nicht mitreden, sei mal ehrlich. Du ja auch nicht. Ja, ich will ja auch nicht. Ich kann ja nicht alles haben. Ich kann ja nicht intelligent sein und nicht schön. Na ja, wenn du meinst. Weißt du, was ich bin? Nee, wirst du sicher gleich sagen. Beknackt. Das glaub ich dir. Du glaubst mir? Ungesehen? Jo. Du siehst mich doch. Hast doch gelogen. Ich mag euch Lügner nicht. Unter den Pinien von Argentinien. Übrigens, Peter erfüllt jeden Wunsch. Die weißen Teddys sind müde. Danke, Peter. Sie können nicht mehr auf ihr. Hallo.
Ey, warum soll ich eigentlich hier mal telefonieren? Soll ich einen Kabelträger treffen? Ich mach Kabelträger. Ja, ich höre dich. Peter? Ja. Was? Du bist jetzt los. Du bist los und live. Pass mal auf, Alter. Hey, eine tiefe, sonore, männliche Stimme, die mich wahrscheinlich jetzt bedrohen will. Ey, aber nur, wenn du mich richtig abrammst. Ja, zeig mir doch mal, dann kann ich dir sagen. Ich zeig dir das. So, übrigens, ich weiß, die Rubrik gefällt euch am besten. Der Dummkopf der Woche. Stefan, können wir den Dummkopf der Woche jetzt einfach mal zeigen? Wir haben ihn heute erwischt. Vor genau 4,5 Stunden haben wir ihn erwischt. Hast du mal noch an? Du bist ja gnadenlos, wa? Du hältst drauf, wa? Du hältst drauf auf jede Peinlichkeit, wa? Immer wieder dasselbe, ja? Schon, darf ich dich was fragen? Ja, fragen Sie mal. Was ist an Frauen erotisch? Ja, was soll daran erotisch sein? Ja, an Frauen überhaupt. Ich meine, gut, wenn jetzt die Frage falsch gestellt war, stehst du hier auf Männer. Soll ich fragen, was ist an Männern erotisch? Also das muss bestimmt nicht sein. Nee, also Frauen, also... Du musst doch bestimmt schon mal eine Freundin gehabt haben. Oh, ja, ja. Was war an der so riesig geil, dass du so auf sie abgefahren bist? So nur auf sie, wo du wusstest, das ist die Richtige und die will ich haben für immer. Was war an dir? Erstmal, wie sie angezogen war. Und was hat sie denn immer so angehabt? Strapse oder so? Ja, nicht ganz so, aber sie sagt... Ah, diese ganze versaute Scheiße und so, ja, das hat sie mal gemacht. Hat sie dir wehgetan? War sie hart zu dir? Nee. Warst du zu ihr hart? Nee, wir haben uns immer gut verstanden, ne? Auch sexuell? Ja, das lief auch alles prima, ne? So einmal die Woche oder öftere? Öfters. Und wie liebst du so, wenn du liebst? Brutal, kurz, knapp, schnell oder... Langsam, soft. Ein bisschen ruhiger auch. Man muss das ja auch irgendwie ein bisschen genießen, das Ganze. Und gibt es eine Praktik, eine sexuelle Praktik, die du dir gerne mal erfüllen würdest, wo sich aber noch keine Frau getraut hat, sie mit dir zu erfüllen? Nö, also eigentlich habe ich schon alles erlebt. Also schon alles. Wirklich schon alles? Auch Analverkehr? Nee, das noch nicht. Ich denke, du hast alles erlebt. Du kannst mich doch hier nicht belügen. Ich denke, du hast alles erlebt. Würdest dir was ausmachen, Dummkopf? Nee, das müsste eigentlich nicht sein, ne? Okay. Oder... Dankeschön. Ja. Eigentlich bin ich ganz einsam. Eigentlich... Kannst du das jetzt mal rausmachen? Bei mir steht, du kann nicht ich sein, ja? Das kann nicht ich sein! Das ist unmöglich! Was denn dann? Ey, Stefan, ist gut jetzt. Spaß verträgst du nicht. Nee, das verstehe ich auch nicht. Boah, ein geiler Gag. Ey, ist gar kein geiler Gag, ja? Ist scheiße mit ABM-Kräften und so, ja? Ich bin Fernsehstar. Kann alle haben. Ich hab sie auch alle gehabt. Alle. Naja gut, 2, 3 Ausnahmen. Die habe ich beinahe gehabt. Habe ich jetzt einen Anrufer? Ja. Hallo Anrufer. Hallo du. Oh. Hi Detail. Na, wie geht's dir denn? Oh, mir geht's jetzt hervorragend. Ja. Bist du auch einer, der so schleimig ist? Nein, aber. Aber? Der Blitz soll dich beim Kartentreffen. Oh, der war auf. Ey. Guter Gag. War schon guter Gag. Aber nicht gut genug. Du bist nicht Gewinner der Woche. Du bist einfach nur... Hallo. Hallo. Nochmal Peter, wie verhütest du am besten? Wie ich verhüte? Ja. Ja, Papa sollte ja damals auch gegen die Friedhofsmauer das machen. Und hat ja dann doch lieber in Mama ihren Geburtskanal so richtig voll drin. Und ich verhüte immer in dem, ich mach so eine Sachen nicht. Aber das wollt ihr glauben, oder was? Du, ich hab mir gedacht, du, so ein Kind hat ja auch ja keine Chancen im Leben dann, verstehst du? Der immer am Vater gemessen werden, ja? Und Vater ist genial. Das wäre doof für so ein Kind. Und wieso trainierst du ja was? Schau mal vor. Du, es gibt ja auch so viele Kinder, die einfach so herrenlos auf den Straßen in Rio, war ich mal da. Tausende Kinder hätte ich da haben können. Die gehören, du Spasti. Was? Du sollst nach Rio gehen und die gehören ficken, du Spasti. Du magst mich auch nicht, wa?
Sprecher vom Hansaplatz. Magst du mich? Verpette die Jubel. Zeig mir jetzt wirklich langsam die Augen, verblitzt. Hallo, Peter? Ja? Hier ist Norbert aus Hamburg. Hey, Noppi. Grüß dich. Hey. Dann los, frag, wie es mir geht. Wie geht's dir, Penner? Sag mal, ey, ich bin hier gerade mit zwei Nachbarn. Was? Mit was? Mit zwei Nachbarn bin ich hier gerade so schön bei mir zu Hause. Also du wohnst in einem Mehrfamilienhaus. Ja, genau. Und auf Deutsch gesagt, du wohnst nicht in einem Mehrfamilienhaus in Rotenburgs Ort, was einfach so explodiert ist. Nein, aber du bist also nicht einer von drei Leichen, die in diesem explodierenden Haus gewesen sind. Nein, ich wohne. Du bist wahrscheinlich auch nicht der arme Kerl, der gestern in der Bild-Zeitung auf Seite 1 war. Nein. Der Mann ohne Füße, das war wie Al Bundy. Ja, das warst du so ungefähr, warst du? Gut, also du bist aber männlich. Ich bin männlich und meine Beine. Und das ist das Problem. Ich mag heute nicht mit Männern reden. Ich meine, es ist hart jetzt. Ich mag jetzt mit Frauen reden, mit Frauen. Ja, der gierige Williger will dich in den Popo ficken, Mann. Ja. Ich meine, ich sag euch das jetzt mal. Genau diese dummen, blöden, scheiß, debilen Anrufer, die ich jetzt hier am laufenden Band habe, seit genau 24 Minuten, die haben dafür gesorgt, dass das heute wirklich die allerletzte Sendung ist. Ich habe keine Lust mehr. Es macht mir einfach keinen Spaß mehr. Außerdem mache ich donnerstags jetzt Aerobic. Ist ganz irre, Aerobic. Wir machen ja diese Jane Fonda, ja? Jane Fonda Aerobic. Das ist ganz irre, zeig euch mal, ja? Das ist quasi... Und dann schon mal ganz irre. Und jetzt Spagat, ich hab Spagat gelernt. Ja, Peter. Ja, ah! Ja, nee, Peter, kann ich schon wieder nicht helfen. Super, Peter. Ey, was sagst du dazu, letzte Sendung? Ja, die war absolut geil. Nee, das ist die letzte Sendung. Ach so. Ja, ich hab noch kurz eine Frage. Was macht deine hauptberuflich zufällig Wasser- und Luftfilter? Ich sag das jetzt einfach mal. Ja, ey, deine Nummer ist, Achtung, ich geb mal kurz deine Nummer durch, okay? 439753. Ciao. Arschlo. Hoch Amerika. Tja. Es war aber schon schön, 66 Stunden mit euch zu machen. Irgendwie war das schon schön. Na, eine halbe Stunde hast du ja noch. Ja, die letzte halbe Stunde. So, was macht die Zeit dann? Ja, jetzt zum Beispiel mit dir quatschen und beweisen, dass du auch nur so ein blöder Eumel bist. Erzähl du mal was. Ich bin das Glück dieser Erde. Wie geht das weiter? Ach, wäre das schön, wenn's so wäre! Du, Klaus ist einiges von mir gewöhnt. Gewohnt. Ist ja auch ein Gewohnheitstäter, Klaus. Hallo! Ey, pass auf. Ich leg den Blitz weg und rede eine Stunde jetzt mit dir. Ja. Wie ist dein Name? Andrea. Andrea, hast du einen Freund? Nein. Und bin 18 Jahre alt. Und hast tierisch Bock auf Peter, wa? Ja. Aber kann ich mal voll... Ich hab dich ja nicht angerufen, ne? Ja gut, dann bewerb dich jetzt mal, richtig. Was hast du zu bieten? Alles, was du willst. Alles, was ich will? Ja. Du würdest also auch für mich arbeiten gehen? Nee, das wäre immer jetzt was... Ich denke, alles, was ich will. Ich meine, was anderes. Ich soll jetzt mal nett sein, hat Klaus gesagt. Ja. Soll ich mal nett sein? Ja. Andrea, ich mag dich. Ich auch. Du mich auch? Ja, ich habe noch eine Frage an dich. Wie alt bist du? 22. Aber letztes Mal warst du aber 26. Ey, du guckst die Sendung öfters? Ja. Guck mal, jetzt hänge ich dich ab. Nee, will ich aber nicht. Will ich nicht. Abhängen mit Peter. Ja, also das schwankt immer. Also ich krieg ja mittwochs immer Vitaminspritzen und dann fühle ich mich wirklich wie 22. Bist du noch dran, Andrea? Ja, ich höre. Ey, verlass mich bitte nicht. Nein. Wirklich nicht? Nein. Willst du mal mitkommen? Ja, okay. Eine rauchen? Ja, ja, warte, warte. So, ich gehe jetzt mal mit Andrea. Hörst du mich noch? Ja. Ich höre dich auch noch. Ja? Ich bin ganz aufgeregt. Du möchtest mich auch sehen? Ja. Ja, siehst du mich noch? Ja, klar. Soll ich mich jetzt rechts oder links hinsetzen? Egal. Das ist dir egal? Ja. Wo würdest du jetzt gerne sitzen, wenn du neben...
Ich setze mich hier hin. Ja. Und da soll Klaus hinsetzen. Ja. Du, Andrea, vielleicht bin ich gar nicht der Richtige. Vielleicht wäre eher Klaus was für dich. Ja, ich singe ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie ja, Klaus ist so ein Spacken. Ja, also ist schon mal nichts für mich. Das ist nicht gut? Nö. Stehst du mir auf dicke Männer? Nee, so auf dünne, braunhaarige Typen, ne? Aber jetzt, nun, wo sind denn meine Haare braun? Da oben, auf dem Kopf. Also, Andrea, los, ja? Sag mir jetzt einfach mal was Schönes. Na, also wie du, ne? Ich würde jetzt gerne hören, dass ich ein sehr erotischer Mann bin. Ja, du bist erotisch. Findest du? Ja. Wie kommst du darauf? Weiß ich nicht, nur so, ne? Weil ich dich schon öfters gesehen habe. Du, pass auf, ich muss das jetzt zu meiner Schande hier stehen. Das ist leider nur das Mikro. Was? Ich meine, das würde ich ja auch mal gerne haben, aber... Wie ist denn deine sexuelle... Frage jetzt doch nicht. Ja, kannst du ruhig. Kann ruhig direkt sein? Ja, ich verstehe das nicht. Magst du es hart? Ja. Wie hart? Geil hart, ne? Was? So, wenn man mich festbindet und so. Mich festbinden? Ja, oder fesseln. Fesseln? Ja. An deinen Fesseln soll ich dich fesseln? Das ist ja ein Wortspiel. An was? Hör auf jetzt. Ja? Jetzt schind ich mir die an, ja? Ja. Ich rauche auch. Ja, ich geb sie dir, warte. Ich kann doch nicht. Ja, nimm. Ich hab gerade eine an. Du was mach? Ich hab gerade eine Zigarette an. Du hast auch eine an? Ja. Wie ist das? Ja? Ich trau mich ja nicht so direkt. Ja, ich hab nur eine Schwester hier und die steht auch auf dich. Ey, aber nur wäre interessant für mich, wenn sie 14 wäre. Ja, ich hab zwei. Du hast zwei Schwestern? Ja, eine 14, eine... Du, mit der eine 14-Jährigen könnte ich dann Sesamstraße gucken, mit dir könnte ich dann schon mal Theresa Orlowski-Filme gucken. Mit mir kann man und auch hast auch noch eine Mutter, ich mag auch Mütter. Nee. Ist deine Mutter tot? Ja. Warum? Weiß ich nicht, weil sie... Schon lange? Ja, wo ich sehen war. Willst du sie mal grüßen? Wie? Denn die sieht mich doch gar nicht. Oh, das war doof. Soll ich meine Schwester holen? Nee, du bist mir so angenehm, Andrea. Weil ich hab den Blitz auch vergessen und was weiß ich, ob heute noch mal eine Frau anruft. Ach, bestimmt nicht. Wollen wir uns denn heute Abend noch treffen? Weiß ich nicht, mein Vater ist ja eigentlich hier, ne? Dein Vater ist da? Ja. Dann bring doch deinen Vater mit. Da kann er auch mal gleich den Schwiegersohn live kennenlernen, das ist doch gut. Aber der ist immer so eifersüchtig. Dein Vater, ey, hast du Sex mit deinem Papa? Nein. Ja, warum ist denn der eifersüchtig? Weiß ich nicht, ich dachte... Warte mal, ich hole meine Schwester. Nee, dann lieber den Papa. Ja, okay. Papi! Oh mein Gott. Ja, Abend. Hallo Papa. Ja? Guckst du auch schon diese Sendung? Nein, ich bin gerade hier in den Raum gekommen. Und sei ehrlich, ist peinlich, wa? Also ich weiß, ich kenne die Sendung nicht. Ne? Nee, ist auch besser. Also ich meine, jeder in Hamburg weiß jetzt, dass du Dödel der Woche geworden bist. Also das kann man wirklich sagen. Ist ja anonym. Pass auf, keine Angst, das wird ja nicht gesendet. Ist ja eine Aufzeichnung. Also ich sehe das doch jetzt hier gerade im Fernsehen. Also, das läuft bei euch im Fernsehen? Wollen Sie mich jetzt verscheißern? Also würde ich mir nie wagen. Wie alt sind Sie denn? 42 noch, also noch nicht. 42 mehr. Und drei Töchter? Ja, Mutter. Und wie ist denn so mit dem Drei-Mädel-Haus? Ja, teilweise anstrengend, aber... Teilweise? Ja, also was ist denn so da anstrengend? Ja, also die wollen ja immer weg. Ich meine, Andrea ist ja 18, die hat ja jetzt nun schon öfters mal einen Freund nach Hause gebracht. Was bringt die denn immer für Typen mit? Ja. Alles Mögliche, langhaarig, kurzhaarig, blond und was... Und jetzt mal Hand aufs Herz, wenn sie mich mitbringen würde. Ey, Andrea, nicht kollabieren. Verreck an ein Stängel da. Was? Weil ich dir abmacht. Jetzt habt ihr mich die ganze Zeit nur verarscht. Das war ja keine richtige Andrea. Die hat doch keinen Dödelvater gehabt. Eine 14-jährige Schwester wahrscheinlich auch nicht. Und die Mama wird da wahrscheinlich noch leben. Hallo Anrufer. Hallo. Hallo. Ich schwitze hier wie eine Sau. Für dich. Ja, raus, Dörte. Auf Wiedersehen. War nett. Ich meine, ich muss hier nicht reden. Ich meine, nun bin ich hier doch heute alleine geblieben. Ich bin's doch mal. Hau ab, du Vieh. Ich hab du Fieber gut.
Kommt mal gut. Au, ab. Hallo? Der war echt gut eben. Der war gut? Ja. Hey, soll ich dich auch so rausschmeißen? Nee, bitte nicht, ey. Wie lange hast du jetzt gebraucht, um hier durchzukommen? Bitte, ich rufe immer an hier. Du rufst öfters an? Doch jetzt das erste Mal durch, du. Und wie ist das jetzt so vom Gefühl her? Alter, du sprichst jetzt live mit einem Fernsehstar. Hier, ne? Alter, geil. Das macht dich geil. Nur mit mir zu sprechen macht dich geil. Ja, der steht schon, du. Der steht? Mhm. Zeig mal. Welch? Häng mal das Ding drin in dein Fernseher. Ja, hab ich doch gerade. Den Schlitz. Oh. Oh. Oh, das Ding, was? Oh, strong. Oh, stinkt das wieder. Was? Oh, stinkt das. Ey, mach da mal Laola für mich. Wer denn? Macht ihr oder macht ihr nicht? Ja, kein Problem. Alter Schleimbeutel. Oh, oh. So dressiert man Affen. Peter? Ja. Noch ein Tier oder was? Was? Noch ein Tier? Ja, mach mal noch ein Tier. Mach mal Popel. Nimm Popel und schmier ihn ins Fenster. Nee, die esse ich. Die isst du? Sind die schön dick, grün und fettig? Besser ist das, ey. Dann hast du keinen Krebs. Ja, ciao. Ich guck mich an her. Ja. War schon klasse. Ist wie gesagt die allerletzte Sendung. Ich habe keine Lust mehr. Peter? Ja? Du darfst die Sendung nicht absetzen, bitte. Die Sendung ist so geil, ey. Was soll ich sonst donnerstags abends machen, ey? Nee. Wenn deine Sendung nicht da ist. Nee, ich mag mit euch nicht mehr telefonieren. Aber die ist so gut, ist auch, Sendung, bitte. Ich brech auch immer nach so einer Sendung, ja? Das kannst du nicht machen, Peter. Nein. Bitte, die Sendung ist mein Lebensinhalt. So was ist dein Lebensinhalt? Ja. Dann hast du keine Zukunft, du Arsch. Ciao. Fick dich. Hm. Peter, ich mag das nicht, wenn ihr winselt. Ihr müsst sagen, ein Glück, dass du endlich weg bist. Hallo? Ein Glück, hör mal nicht mehr die Wahrheit. Hallo? Hallo, Peter Löhm. Ja, du bist dran mit mir, sprichst jetzt live und... Ja, klasse. Du solltest vielleicht deinen Techniker mal sagen, dass die Telefonnummer falsch ist, die eingeblendet wird. Die ist eine falsche Nummer eingeblendet? Ja, ich als Fan weiß das. Welche ist denn eingeblendet? Ja, 8101. Jetzt hat er sie weggeblendet. Er hat gemerkt. Aber guck mal, ist eine falsche Nummer eingeblendet und ihr ruft mich trotzdem richtig an. Ja, aber was für Spacken rufen denn an? Ja, du bist kein Spacken. Er hat gemerkt, okay, ist verbessert. Du bist ein kleiner, dummer Mann. Und was willst du jetzt von mir? Na, ich wollte nur, dass, also, vielleicht wird jemand belästigt durch die falsche Nummer. Ey, pass mal auf, jetzt werde ich dir mal was sagen, ja? Du rufst hier an und willst alles besser wissen, ja? So was kotzt mich an, im Grunde genommen, ja? Ist das ekelhaft? Ja, das ist ekelhaft, weil ich hab immer recht. Ich bin derjenige, der alles weiß, der alles kann. Der, guck mal, ich kann jetzt zum Beispiel mich hier verstecken. Mhm. Könnte ich, will ich aber ja nicht, ja? Oder ich kann jetzt zum Beispiel Unkrautex hierin machen. Du hast ja was gegen Pflanzen, oder was? Du, ja, ich pflanze mich ja auch nicht gerne fort. Feind der Grünen. Was? Ein Feind der Grünen. Du bist ein Grüner? Ein grüner Feind bist du. Grüner Daumen. Grüner Daumen, hat sie gesagt. Ja, Klaus. Wie findest du eigentlich die Fachkommentare von Klaus? Ja, Klaus ist gut. Aber? Nichts aber. Wie sieht das aus, wenn ich so da stehe wie ein Schlagerstar? Ja, unheimlich gut, ne? Soll ich mal singen? Du kannst konkurrieren eigentlich mit Sat 1. Soll ich mal? Nee, nicht mit diesen Scheißsender, ja? Na gut, da sind jetzt im Augenblick 11 Männer, die sich abmühen und du bist ja nur einer. Aber dafür richtig, ohne Mühe. Nee, 22 Männer sind auf Sat 1. Ey, und wie viele Beine haben die? Ja, 22 mal 3, das musst du jetzt aufrechnen. Und die spielen ohne Schiedsrichter heute? Männer, habe ich gesagt. Schiedsrichter sind doch keine Männer. Wie ist denn dein Name? Fred. Hi, Fred, ciao. Ciao. War nett, Fred. Gas ist die letzte. Ja, bitte? Ja, lass kommen. Jetzt schon? Ah, du bist direkt. Pass mal ich auf. Ich bin Dreck. Peter, hör mal zu. Ich bin Dreck. Hör zu. Sag mir eine, gib mir eine Antwort. Eine einzige. Okay? Lass dein Ding noch liegen. Ich hab nicht verstanden. Lass doch dein Ding liegen. Gib mir eine Antwort. Ja, dann frag mich doch erstmal. Wie schafft man es mit deiner hässlichen Visage? diesen Grad von Berühmtheit zu erreichen. Und das dazu noch ohne Krebs. Ich hab keinen Krebs. Hast du das nicht verstanden? Krebs? Krebs, Hirn. Du, ich hab früher immer...
immer Fix und Foxy lesen? Den kannst du gar nicht lesen. Ja, Mama hat es mir vorgelesen, den gibt's ja zu. Ich hab dich verraten, ich weiß, aber ich den muss... Den jetzt auch doof mit dem ganzen Outen. Ey, wisst ihr, was ganz irre ist? Das ist eine Fahne. Guck mal, das war sie früher. Das ist so eine quasi Ossi-Wendefahne. Die haben, guck mal, da auf der einen Seite die Fahne, auf der anderen Seite die Fahne. Und jetzt mag man gleich eine Anzeige kriege. Verunglückung nationaler Symbole ist das, ja? Man darf mit einer deutschen Fahne sowas nicht machen. Darf man nicht. Aber du hast mir meine Frage nicht beantwortet. Du bist ein Feigling. Was? Du hast mir meine Frage nicht beantwortet. Du bist ein Feigling. Ja, dann frag nochmal. Wie schafft man es, mit deiner hässlichen Presse so berühmt zu werden? Ja, das kann jeder. Was du okay, ich sag's dir. Nein, gibt's ja nicht. Ich sag's dir jetzt einfach, ja? Ja. Ey, du musst pumpen ohne Ende können. Guck, den Intendanten hier, ja, den hab ich so niedergestrongt. Lass mal stecken. Nee, ich hab mir noch ja nie rausgeholt. Aber das wäre jetzt eine Idee. Kann man auch als Rock nehmen. Lambada. Warte? Ja, was denn? Bist du immer noch dran? Ja, immer noch. Verpiss dich! Ich halte auf. Ja, ich halte auch auf. Allein die Vorstellung, mit dir zu telefonieren zu haben. Warte. Bis hallo. Hallo. Ja, sprich. Hi, Peter. Da. Tanzen kannst du auch. Was? Tanzen kannst du auch. Du, ich kann noch mehr, pass auf. Pass auf. Ja, und die Beine noch ein bisschen nach hinten. Jawohl, das sieht doch gut aus. Du sag mal, es ist wirklich deine letzte Sendung heute? Ja. Ja. Du willst jetzt aufhören, ja? Nee, ich muss aufhören. Warum? Sendeverbot. Sendeverbot? Ja, ich bin zu ehrlich. Du bist zu ehrlich oder zu blöd? Nicht überhaupt mit meinem Macken und so. Da würdest du dann selber auch gerne weitermachen, oder? Nee. Wer ist das denn da im Hintergrund? Das ist der Döne, der die Sendung deine Zukunft machen wird. Ja, der sieht ja niedlich aus. Was? Der sieht ja niedlich aus. Ja, sieht aus. Ich meine, er hat ja diese Krebsgeschwür gehabt im Gesicht. Was? Ey, ja, komm, wir müssen mal zu Dörte. Dörte, jetzt kommt die Überraschung. Bist du noch dran? Ja. Pass auf, ich hab für Dörte eine Überraschung. Dörte, komm mit drin hier. Dörte ist nur für dich jetzt. Dörte. Happy Birthday to you. Ah, ja. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Dörte. Happy Birthday. Dann möchte ich mich aber herzlich. Und hier, Dörte. Sind das die neuen Lottozahlen? Nee, das ist Stoichkov und ja. Auf der anderen Seite ja. Ist Letschkov. Klasse. Und das hat ganze bedeutet Fußball Deutschland. Super. Schön? Ja, bist du noch dran? Ja, ich bin noch dran. Sing du auch mal für Dörte. Bitte? Sing du doch auch mal für Dörte. Ich soll für Dörte singen? Ja, Dörte. Weil ich kann gar nicht singen. Na, ich ja auch nicht. Wenn du heute Geburtstag hast, mein herzlichen... Das ist schon eine Woche her, dann glaube ich nicht da. Ich meine, das Problem bei Dörte ist, 45 ist sie geworden und das findet sie ja nicht gut. Ach, das ist doch kein Alter. Finde ich auch. Ey, pass mal auf, das haben wir noch nie gezeigt. Weißt du, ist Schloss. Ey, weißt du, wie du hier rausfliegen kannst, ohne dass ich blitze? Na, das mach mal schnell. Wo muss ich da drücken? Mach mal schnell. Na, da, hier. Weg bist du. Jetzt. Hallo, Anrufer. Ja, hallo, hier ist Manfred. Gewesen. Hallo. Hallo. Ja, hallo. 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 Ohne Frau, wir gehen jetzt wieder rüber. Hallo. Sprich, beweis, dass du eine Frau bist. Ich wollte eigentlich nur Kameramann Klaus grüßen. Hallo. S. Bist du S? Das war S eben. Ja, das will ich jetzt nicht so sagen. Hast du die rausgeschmissen? Ja, ich kann. Ich sag jetzt nicht.
Ja, das war. Hallo? Wettig, von der Stimme her. Hey, Johnson. Hey, Jungs. Was geht ab? Wie geht's dir? Ja, warte, warte. Gut. So funktioniert's, wenn ich nicht da drüben bin. So, der Anrufer jetzt eine Viertelstunde live. Hallo. Hallo. Was ist es? Ich höre auf. Warum das denn? Bist du traurig deswegen? Nee, ich sehe dich jetzt das erste Mal, weißt du. Und dass ich mich frage, machst du die Sendung für dich oder für Zuschauer? Also ich mache die Sendung, weil das ist ein Therapieprogramm. Für wen? Also Ochsenzoll hat gesagt, wenn ich das mache, geht's mir besser. Wenn du es machst, geht's. Und das ist schon stimmt schon. Also sonntags bei der Kaffeeausgabe wirke ich jetzt schon nicht mehr die Pfleger. Aha. Das hilft mir. Nee, jetzt mal ganz im Ernst. Für andere. Ja, ich mach's für die Einschaltquote. Für die ganzen doofen, schwachsinnigen Idioten, die hier anrufen. Für die mache ich das. Ja, nicht? Für dich zum Beispiel. Also findest du, dass ich ein doofer, schwachsinniger Idiot bin? Nee, du bist ein Idiot, schwachsinn und doof. Ach so, und du? Ich bin das Glück dieser Erde. Aha, ist interessant. Ich verstehe das nicht so ganz, was du mir da sagst. Also die Sendung funktioniert. Pass auf, wir machen jetzt mal einen Test, okay? Du erzählst mir was und ich verstehe das nicht so richtig, was du mir sagen willst. Okay, Klaus, gehst du da bitte hin? Ich möchte ihn jetzt frontal haben. Wir machen jetzt einen Test, okay? Ja, gerne. Ich zeig dir jetzt mal, guckst heute wirklich zum ersten Mal? Ich guck das erste Mal, du, das ist echt witzig. Ich habe vorhin schon mal angerufen, da war die falsche Nummer, aber ist ja egal. Okay, pass auf, wir machen das jetzt ganz einfach, ja? Ja. Du sagst mir jetzt ein Thema und ich kann innerhalb von 1,4 Sekunden auf dieses Thema reagieren. Los, mach mal. Also, das Thema ist, warte mal, was sag ich dir? Computerreinigungstücher. Computerreinigungstücher sind ganz gut, wenn sie antistatisch sind. Wenn du zum Beispiel also einen grauen Computer hast, also eben den du auf dem Schwarzmarkt gekauft hast, dann nennt man graue Computer. Wenn du den also hast und eine Diskette, wo keine Killerwarze drin ist, also kein Programm um diese Killerwarze, war gut, war sehr klasse. Verstehst du jetzt, wie die Sendung funktioniert? Ja, gut. Gibt's mir noch ein Thema? Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Du, ich wünsche dir alles Gute, ja? Und willst du irgendwie noch was machen oder sowas? Ja. Oder hörst du jetzt ganz auf mit, also ich meine, wird man dich in den Medien nochmal irgendwo sehen können oder hören? Ja, beim Kabelkanal, morgens um 4, darf ich das Testbild aussteuern. Was, wo? Darf ich das Testbild aussteuern. Super, alles. Pass auf, du kriegst jetzt noch eine Weisheit von mir. Nein, viel Doch, Spaß. Eine Weisheit, kriegst ich du noch. Ich will nicht von dir weggeblitzt werden. Nein, ich hab doch gar keinen Blitz in der Hand. Ich sag dir eine Weisheit. Damit kannst du dein Leben ändern. Immer dran denken, Alter. Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Hallo? Hey, hallo. Ja. Dein Thema. Hier ist der Mike. Das ist ja ganz komisch, dass er auch mal durchkommt hier. Alter, wenn das deine letzte Sendung ist, dann kommt ja Slime gar nicht mehr, wa? Ich mag diese Punkrockers nicht, ja. Nicht mehr, oder was? Dein letztes Mal hieß du noch Punk. Ach nee, Mensch, das ist ja gar nicht die letzte Sendung. Weil nächsten Donnerstag habe ich auch einen Studiogast. Ja, wen? Fräulein Menke. Fräulein Menke. Kennst du die noch? Naja, klar, kenne ich schon noch. Du, da freut man jetzt schon drauf. Die soll ja jetzt Entscheidung leben. Und da, ey, rechne mir ja da so einige Chancen aus. Ja? Naja, klar, warum nicht? Mal gucken. Hau ran, deine Chance. Ja, meine Chance, ey. Nee, würde mich echt interessieren, ob Slime kommt. Ja, am 11.11. 11.11. um 11.11 Uhr oder was nicht? Nein, um 10 Uhr abends. Das ist in Ordnung. Guck mal, ich drehe hier um, ohne dass ich was mache. Mhm. Ist das schön. Ja. Und wisst ihr, was jetzt passiert? Was? Hallo. Hallo. Hör du Arsch. Klasse Anmoderation, Alter. Ja, ne? Dein Thema. Das ist schwul, oder was? Also auf jeden Fall stehe ich nicht auf Tisch, Alter.
Hallo? 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 Hallo Peter, du Wichser. Ja, sprich. André spricht. André spricht? Richtig. Wenn ich Daniel Max gesehen, kann ich kotzen. Du kannst kotzen? Nur wegen deiner Tellerlippen. Dann kotz doch einfach mal. Kotz doch auf deinen scheiß versetzten Teppich drauf. Woher wolltest du den versetzten Teppich an? Ja, das höre ich schon an deiner Sprache, so wie du sprichst. Hast wahrscheinlich immer ein... Du hast ganz feuchte Tellerlippen. Kann ich die mal haben für eine Party? Meine Tellerlippen? Das sind Kongolippen und mit denen kann man knutschen. Das sind keine Knutschlippen, Alter. Die sehen aus wie mein Scheißhausdeckel, nur ein bisschen flacher. Ey, warum magst du mich eigentlich nicht? Ich mag dich doch. Nee, aber nicht so richtig. Das kannst du nicht sagen, das kränkt mich. Ey, wisst ihr, was ich mit dir ja immer machen würde? Na? Bock springen. Wo kommst du von? Irgendwie macht mich das traurig, dass Hi. Ich Na, heute hier doch alleine geblieben bin. Oh ja. Ich habe mal eine kleine Frage an dich. Eine kleine? Ja, und eine ganz kleine. Taschenlampe brennt. Nein, das nicht. Wo hast du eigentlich deinen Mob gelassen? Mein Mob? Ja. Was ist Mob? Mob ist was Böses. Mob ist Gangster. Nein. Dagobert Lindlau, der Mob. Weil wenn du jetzt ins Studio rumgehst. Ja. Rein theoretisch. Nee, ich kann auch praktisch. Guck mal, kann auch wirklich nur. Dann stehst du doch einen Schleim aus. Und wenn einer hinter dir geht, dann fällt er mit seinem Schädel da genau rutscht aus. Oder einfach nicht. War schon eine gute Idee. War schon ein guter Ansatz, um ein Gespräch anzufangen. Ja, ne? Hast du jetzt auch noch ein richtiges Thema? Ja, dich. Tschüss, Ochse. Hallo? Hallo? Peter? Ja? Tja, ich habe jetzt dreimal deine Sendung gesehen. Ich muss sagen, du machst das schon gar nicht so schlecht. Und ich glaube, das Beste, wie man dich beschreiben kann, du bist echt die Antwort auf die Zivilisation. So als Statement. Ich bin unehelicher Sohn von Helmut Kohl, aber das soll ich nicht verraten. Ja, das mag vielleicht sein. Aber du machst das schon gut, muss ich sagen. Gefällt dir. Aber was ich dich mal fragen möchte. Was ich noch zu fragen hätte, bitte? Dauert nur eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ja, frag! Wie stehst du zu Wirtschaftsverbrechen? Zu Wirtschaftsverbrechen? Ja. Ja, ich finde es korrekt, wenn so eine Wirtschaftsverbrecher die Wirtschaft ruinieren. Finde ich korrekt, ja? Ja. Also, ich habe ja auch schon mal versucht, diese Sendung mit Doppeltelefonnummer, Doppelnullnummer zu machen. Da habe ich auf der Bahamas gelegen. Das war ja auch irgendwie Wirtschaft. Mhm. Also, da war keine Wirtschaft, das war eine ganz doofe Sache da, ja. Aber ansonsten finde ich das, wenn es nicht rauskommt, ist in Ordnung. Das finde ich auch. Das ist doch geil. Was hältst du? Korruption? Bitte? Korruption? Ja, ich meine, das bedingt ja nicht unbedingt miteinander. Und was hältst du von uns Deutschen? Jetzt mal einfach so, sind wir nicht. Wir haben es doch nicht anders verdient, oder? Das sehe ich genauso. Und ich finde, jeder Einzelne sollte das System mit den eigenen Waffen schlagen. Ich finde, das sollte man mal begriffen haben. Wie sind denn deine Waffen? Meine Waffen? Ja, ich hoffe, dass ich eigentlich da gar nicht so schlecht bin und mein Krebs mal anstrenge. Du hast Krebs? Ja, das behaupte ich. Ja, ich meine, das ist ja schon mal mehr als ich habe. Das weiß ich nicht. Du, nee, ich bin ja du. Jemand, du stellst dich gerne unter deinen Scheffel. Du hast eigentlich eine... Nee, neulich bin ich auch so gelaufen, da bin ich hinter meinem Schatten gelaufen. Ja? Kannst du nicht. Hast du das auch schon mal geschafft? Nee, noch nicht. Dann musst du Esoteriker werden. Aha. Du, Wiedervereinigung, Wiedergeburt. Reinkarnation. Du, da halt... Ja? Kann ich mit dir über so eine Sache reden? Doch, kannst du gerne machen. Du weißt doch, was eine Rückführung ist? Nee. Also das ist, wenn du quasi in früheres Leben renierst. Dann habe ich also viele Menschen kennengelernt, die irgendwie Tempeltänzerinnen mal waren im früheren Leben. Also ich habe noch nie einen erlebt, der gesagt hat, er war Bettler oder so. Die waren immer alle Könige, Prinzen, Schlossfrauen. Und ich habe eine Reinkarnation, also so eine Rückführung als gemacht. Ja. Was? Als Tempeltänzerin. Nee, wäre ich ja auch ja nie gewesen. Ich bin in so ein ganz blödes Leben drin gekommen, ja. Also das war blöde, ja. Ey, da bin ich abgetrieben worden. Da bist du abgetrieben worden? Ja. Und wie bist du denn wiedergeboren worden? Ja, das ist ja das Gute bei Reinkarnation. Da kannst du selbst wenn 13 Teile in dieser Schale nachher drin liegen, da kannst du wieder zusammenfusseln und im nächsten Leben wirst du Fußballstar. Oha, das heißt, da kann jeder noch hoffen. Also pass auf, was bist du vom Beruf oder so? Ich bin Lebemann. Lebemann, ja. Wenn du jetzt einfach keine Lust mehr hast, dann würdest du mir einen Gefallen tun, wenn du jetzt aus dem Fenster springen würdest. Und dann hättest du die Chance, im nächsten Leben, was weiß ich,
Raumpopler zu werden oder so. Raumpopler? Ja, kennst du das nicht? Ja, was, ne? Da könnte ich ja dann bei Raumschiff Enterprise mitmachen. Ey, du bist ja, also du kannst ja auf alles mitdrehen. Ey, ich habe noch nie so einen intelligenten Zuschauer gehabt. Naja, ich meine, ich bin nur ein bisschen über dem Durchschnitt. Das ist nichts Besonderes. Du bist über dem Durchschnitt? Dann wisst ihr, was jetzt kommt? Ja, der Blitz. Ein Mann, ein Wort. Und schon war er... Nazi-Schwein. Was? Nazi-Schwein. Nee, also du kannst mir alles unterstellen, aber nicht, dass ich ein Nazi bin, okay? Warzenschwein hat er gesagt. Warzen? Ja. Ja, ich hab ja hier ganz zwei... Also das sind ja so eine... Die würde ich wegmachen lassen, ja. Echt. Guck mal hier. Oh, guck mal, sieht echt aus wie bei einer Frau. Guck mal. Oh nee. Peter? Ja? Peter, hast du Hämorrhoiden oder was? Oder weswegen rennst du immer rum? Ja, meine Mutter sagte immer, ich hab Bohnen in die Ohren. Bohnen in die Ohren. Peter. Was? Du Spinner, du. Du musst deine Trauer zulassen jetzt. Auch über S. Ich wollte nur Gutes. Hallo. Hallo. Du hol mich jetzt raus wieder aus dieser Trauer. Du da. Bitte. Hallo. Ich hab hier einen Tisch. Hey. Kennst du das noch? Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht! Dein Anruf, deine Chance. Ja, okay. Kann ich jemanden grüßen? Hey. Ja, grüß. Ach so. In der nächsten Sendung. Ciao. Mein Gott. Also, da hätte er jetzt alle grüßen können. Ich meine, er kannte bestimmt nicht viel. Hallo? Ja? Hi, hier ist Toni. Hey Toni? Ja. Bist du Sackratten-Toni? Weißt du was? Toni? Was? Ich hab mit dir schon ein paar Mal telefoniert, stimmt's? Richtig. Toni, und du bist Gewinner. Du kriegst diese Mütze. Ja, toll, alles klar. Willst du sie haben? Nee, eigentlich nicht. Wie, du rufst hier an und willst nicht Gewinner sein? Ja, will ich schon, aber ich hab was Wichtigeres zu sagen. Hey Toni, ich hab auch noch mal was ganz Wichtiges. Ich meine, das ist ja deine letzte Sendung. Und irgendwie will ich das nur dazu sagen, dass deine Sendung wirklich etwas Einzigartiges hätte. Und zwar, dass die ganze Gesellschaftsschichten sich daran repräsentieren lassen könnten. Nämlich die intelligenteren Leute, die meistens aus der linken Szene kamen und die von morgen bis abends säufende Rechtsradikalen, die irgendwie bei dir anrufen und versuchen, irgendwas dir zu sagen, die letzten Endes ohne Inhalt und mit irgendwelchen Schimpfwörtern praktisch ist. Toni. Freut mich, dass du wirklich einer der letzten Anrufer in meinem Leben bist. Toni, wird sie wirklich nie geschenkt haben? Ja gut, alles klar doch. Es gibt sie umsonst. Ja, schön. Ey, hast du hier nur angerufen, weil du was geschenkt haben wolltest, Toni? Nein. Toni, jetzt mal was anderes. Hast du eine Freundin? Wieso? Du hast ja Dörte von dir gesehen. Nee, ich bin kein Typ, der so auf Beziehungskisten und so steht. Also aber Dörte hat dir nicht gefallen? Was? Ich meine, die Bootsnacht ist hinter ihr. Dann ja, brauchst du jetzt erstmal ihnen ja nichts schenken. Na, aber wenn ich was möchte, dann gehe ich auf die Piste, du weißt schon, wie das läuft. Wo ist denn die Piste? Was? Wo ist denn die Piste? Ja, das weiß ich. Wo gehst du denn auf Piste? Ja, Toni, pass auf, du hast dich immer ausgezeichnet, dass du schnell, flüssig und locker reden konntest. Ja. Kannst du das alles? Jetzt bin ich alt und reif und kann das nicht mehr. Du bist reif? Ja. Ja, du bist reif für die Insel. Hau ab. Alles klar, ja. Ich bin so traurig, weil es sind die letzten 4 Minuten. 4 Minuten? Peter Ehrlich Show. Hallo? Hallo. Na, du schwuler Sack. Ciao. Okay. Du musst ja nicht pullern, das ist ja das Problem. Hallo Anrufer. Ja, Namen erstmal Peter. Also, die letzten 2 Minuten bin ich hier auch noch. Erhol dich in deinem Urlaub, ne? Nee, nix Urlaub. Schluss, aus. Sendung, Mensch. Ich hab keine Lust mehr. Nee?
Nee, ist mir zu doof. Also, aber ich grüße mal den Andreas aus Sachsen, ne? Und das war ein toller Typ und du bist ja auch ein Ostkopf, ne? Du kommst auch aus dem Osten. Aus Ostberlin, oder? Ich komm daher, wo die richtigen Deutschen, die wahren Deutschen herkommen. Ja, du bist heute ein Mensch. Du bist so ein Apfel. Du eine Mistsau. Klaus wieder entschieden. Klaus, mit dir hier rüber war gut. Dann hast du einen Schatten. Egal, und dann kommst du ganz langsam runter. Oh doch, bitte. Der ist schon schön. Oh, wie früher. Oh mein Gott, so sehe ich aus. Hallo. Wisst ihr, was das Schöne an dieser Sendung ist? Peter, hörst du mich? Ich höre dich. Weißt du was? Es gibt rein. Was? Okay. Ihr habt gemacht, was ihr wollt. Ihr habt nicht anders gewollt. Ihren Erfahrungsbericht und für Ihre wichtigen Hinweise. Tschüss, 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 tschüss. Ich will nicht mehr leben. Hi. Harald, bring mich jetzt um. Ich? Ich bring mich jetzt um. Ah, eins noch. Auch heute könnt ihr dort zu Hause mir alle mal am Arsch lecken. Verpisst euch.